Sachsen hat in den letzten 30 Jahren ganz intensiv investiert, hier in Bad Muskau, in den östlichen Teil des Freistaates, um den Tourismus zu stärken, um die Lebensqualität zu stärken. Das ist uns in beeindruckender Weise gelungen. Wer den Fürst-Pückler-Park hier in Bad Muskau sieht, ist beeindruckt und begeistert. Das war für Monika Krütters heute auch wieder ein Termin, wo sie gesagt hat, ich will unbedingt kommen, ich will wieder mit dem Fahrrad diesen Park erleben. Und ich glaube, das geht uns allen so. Aber wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen weiter investieren. Mit der neuen Investition in das Kavalierhaus entsteht ein Science Center mit den neuesten Medien. Sicherlich eine faszinierende und beeindruckende Installation, die dann eben auch wieder zeitgemäß ist und neue Schichten von Besuchern ansprechen wird.